Otto von Bismarck, Reichskanzler, 1832 bis 1833, Rote Straße 27. Otto von Bismarck, Reichskanzler, 1832 bis 1833, Rote Straße 27. 1833 Bürgerstraße 27a, das sogenannte Bismarckhäuschen. Bismarck wurde am 1.4.1815 in Schönhausen-Altmark geboren. Er verstarb am 30.7.1898 in Friedrichsruh. Nach bestandenem Abitur am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin bezog Bismarck die Universität Göttingen. Die Immatrikulation erfolgte am 10.5.1832 für das Fach Rechtswissenschaft. Bismarck hörte in seinem ersten Semester täglich 5 Stunden Vorlesung, beginnend um 7 Uhr bei Professor Arnold Heeren mit Länder- und Völkerkunde, bei Professor Gustav Hugo über Logik und Metaphysik, Rechtsenzyklopädie, Institutionen und zur reinen Mathematik bei Professor Bernhard Friedrich Thibaut. Gleich zu Beginn seiner Göttinger Studienzeit trat Bismarck in das Korps Hannoverer ein. Er pflegte einen vielseitigen Umgang und schloss Freundschaften in Göttingen, die ein Leben lang dauerten, so mit dem späteren amerikanischen Historiker und Diplomaten John Lothrop Motley und dem Grafen Alexander Kaiserling. Nach 3 Semestern verließ Bismarck Göttingen und erhielt am 30.11.1833 sein Abgangszeugnis. Darin wurde bemerkt, dass er außer einigen Rügen, einmal wegen Teilnahme an einem Duell mit 10 Tagen, ein anderes Mal mit 3 Tagen Karzer bestraft wurde. Mit weiteren 4 Tagen strengen Karzers wegen Überschreitung des für die Gesellschaften der Studierenden vorgeschriebenen Regulativs. Der Karzer, in dem Bismarck einsaß, befand sich im alten Kollegiengebäude auf dem Gelände des heutigen historischen Gebäudes der Universitätsbibliothek. An seine Eltern hat Bismarck einmal über die Universität Göttingen geschrieben: "Ich glaube nicht, dass es irgendwo besser ist als hier." Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Göttingen am 15.03.1877. Bismarck wohnte von Mai 1832 bis 1833 bei dem Bäcker Justus Friedrich Schumacher, Rote Straße 27. Im Sommersemester 1833 in der 1447 erbauten Wallbastion am Leinezufluss, dem heutigen Bismarckhäuschen. Eine eiserne Gedenktafel wurde auf Anregung von Bürgermeister Georg Merkel von der hannoverschen Eisengießerei gestiftet und 1874 angebracht.